Wir kommen zu Punkt 16, Entschließung zur Widerspruchslösung bei Organentnahmen. Ein Antrag der Länder Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, dem Hessen beigetreten ist. Wir haben drei Wortmeldungen und beginnen mit Herrn Minister Laumann aus Nordrhein-Westfalen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, uns geht es natürlich bei diesem Antrag darum, bei uns in Deutschland über diese Bundesratsinitiative wieder einen Diskussions- und Entscheidungsprozess über die Frage der Organspendung in unserem Land wieder zu eröffnen. Die Situation ist ganz einfach. In unserem Land warten zurzeit rund 8.500 Menschen auf ein Organ, und wir sind sicherlich alle der Meinung, dass die Fortschritte in der Transplantationsmedizin ein großer Segen ist. Es vielen Menschen ermöglicht, mit einer auch akzeptablen Lebensqualität weiterzuleben. Aber zur Transplantationsmedizin gehört eben auch die Organspende und die Organentnahme. Die Situation ist so, dass wir in den letzten Jahren sehr viel unternommen haben mit der Regelung, die wir haben, dass wir eine Zustimmungsregelung haben. Aber die Wahrheit ist, unsere Organspenderzahlen sind nicht akzeptabel, wenn man auf der anderen Seite das Problem sieht. Und wir haben mittlerweile mit dieser Zustimmungslösung ein Alleinstellungsmerkmal in Europa, was auch bedeutet, dass wir im Austausch mit den Medikamenten, mit den Organen bei Transplant immer ein Nehmerland sind und kein Nehmergeberland sind. Wir hätten noch schlechtere Transplantationszahlen, wenn es nicht in anderen Ländern eine andere gesetzliche Grundlage geben würde. Und deswegen sind wir der Meinung, dass wir zu einer Widerspruchslösung kommen müssen und dass man auch einem erwachsenen Menschen zumuten kann, diese Entscheidung für sich zu treffen. Wobei ich ganz klar sage, dass natürlich jede Entscheidung, ja oder nein, in jedem Fall moralisch und in jeder Hinsicht vollkommen in Ordnung ist und integer ist. Aber wir müssen diese Frage entscheiden. Und deswegen meine ich, muss ein solcher Diskussionsprozess in Gang gesetzt werden. Denn alles das, was durch Beschlüsse des Deutschen Bundestages gemacht worden ist, um zu mehr Organspenden zu kommen, ist im Grunde gescheitert. Die Zahlen sind so, es ist im Grunde gescheitert, es hat nichts an dieser Situation verändert. Und deswegen muss man auch nicht mehr, so finde ich, an diesem System weiter arbeiten, sondern wirklich einfach jetzt mal zu dieser Entscheidung kommen. Um Ihnen noch einmal zu verdeutlichen, auch für die Beratungen sicherlich in Ihren Ländern, in den Landtagen, möchte ich Ihnen einen Brief zitieren, den ich vor wenigen Tagen am 11. November erhalten habe. Da schreibt mir ein 12-jähriges Mädchen, handschriftlich, klar in dem Alter: Ich schreibe Ihnen diesen Brief in der Hoffnung, zumindest etwas Kleines bewirken zu können. Seit ein paar Jahren lebe ich mit der Diagnose PSC, eine seltene Lebererkrankung. Vor ein paar Tagen habe ich gelesen, dass Sie sich für die Widerspruchslösung einsetzen. Das hat mich sehr gefreut, da ich mir viele Gedanken über meine Zukunft mache, weil die meisten PSC-Patienten irgendwann eine Lebertransplantation brauchen. Eine Leberspende von Verwandten ist bei meiner Krankheit ungünstig, da dann das Risiko besteht, Diagnose erneut zu bekommen. Es wird für mich sehr wichtig werden, dass die Politik bald eine andere Lösung findet, wofür ja die Widerspruchslösung eine Lösung sein könnte. Ich glaube, dass das einfach deutlich macht, um was es geht und was für Hoffnungen an dieser Debatte bei Menschen da ist, die aufgrund einer Diagnose wissen, dass sie nur noch eine langfristige Lebenserwartung haben, wenn es irgendwann zu einer Organtransplantation kommt. Und deswegen finde ich, ist es gut, dass wir diese drei Länder diese Debatte anstoßen wollen. Wir wissen, dass wir es hier nicht entscheiden können, aber ich finde, der Bundesrat kann auch mal eine Debatte anstoßen, die jetzt einfach, finde ich, notwendig ist. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, herzlichen Dank, Herr Minister Laumann. Als nächstes hat sich für Baden-Württemberg Herr Minister Lucher zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit 10 Jahren stagniert die Zahl der Organspenderinnen und Spender in Deutschland auf einem beschämend niedrigen Niveau. Gesetzliche Änderungen und intensive Aufklärungskampagnen haben daran leider nichts geändert. Wir hatten in Baden-Württemberg in den letzten 2 Jahren einen Aufwärtstrend gegen den Bundestrend. Das war aber Ergebnis und ist Ergebnis einer extrem aufwendigen Sensibilisierungskampagne des Landes auf den Intensivstationen für die Organspende. Wir können uns aber darauf nicht ausruhen. Auch bei uns waren nur 35% der Fälle der Wille der Verstorbenen bekannt. Eine schriftliche Willensbekundung lag sogar nur bei 15% der potenziellen Spenderinnen und Spender vor. Und meine Damen und Herren, wir wissen aus Umfragen, mehr als 80% der Bevölkerung stehen grundsätzlich positiv zur Organspende. Dokumentiert haben das aber nur rund 20%. Liegt keine Erklärung vor, müssen mit den Angehörigen aufwendige Gespräche geführt werden. Diese Gespräche sind für Angehörige eine zusätzliche Belastung und das wissen Sie in einer emotionalen Ausnahmesituation. Im Zweifelsfall lehnen die Angehörigen dann die Organspende eher ab, als sie ihr zustimmen. Und so gehen wertvolle Organe verloren. Und jeden Tag sterben 2 bis 3 Menschen, weil sie kein neues Organ bekommen. Und ich glaube, wir sind jetzt so weit, dass wir das ändern müssen. Ich persönlich setze mich schon seit vielen Jahren vehement für die Widerspruchslösung ein. Eben auch als jemand, der aus dem Gesundheitswesen stammt, habe ich sehr viele dramatische Situationen erlebt. Weil sie ist ein solidarischer Schulterschluss mit allen, die dringend auf eine lebensverlängernde Organspende warten. Über 3 Jahre ist es her, dass der letzte Gesetzentwurf gescheitert ist. Und Kollege Laumann, es war gut, dass wir das wieder auf die Tagesordnung gesetzt haben. Das Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft hat eben nicht den Erfolg gebracht, den man sich vielleicht erhofft hatte. Und das wird auch nichts mehr. Ich bin jetzt der Meinung, wir können den Menschen im Land zumuten, sich mit der Organspende auseinanderzusetzen und eine Entscheidung zu treffen. Selbstverständlich, keiner wird zur Spende gezwungen, aber jede und jeder, der oder die möchte, sollte auch Organspenderin oder Organspender werden. Die Widerspruchslösung ist dabei kein Eingriff in die persönliche Freiheit. Im Gegenteil, sie stärkt Selbstbestimmung und Autonomie. Denn jede und jede ist und bleibt frei, die Entscheidung zu treffen, die sie oder er möchte. Sie bleibt freiwillig, die Organspende. Und ich bin fest davon überzeugt, die Widerspruchslösung als Grundlage für eine Organentnahme im Transplantationsgesetz ist der richtige Schritt in die richtige Richtung und trägt dazu bei, bestehende Zustimmungslücken zu schließen. Und somit wird auch die Situation in Deutschland deutlich verbessert. Ja, man muss abschließend sagen, wir sind in Europa eines der wenigen Länder, die die Widerspruchslösung noch nicht eingeführt hat. Und wir deutschen Patientinnen und Patienten profitieren überproportional von Spenderorganen aus dem Länderverbund Eurotransplant, eben an Ländern, die die Widerspruchslösung haben. Also, meine Damen und Herren, wir müssen uns jetzt ehrlich machen. Wir müssen jetzt den Paradigmenwechsel einleiten. Auch wir haben viel Post erhalten. Eine Patientin schreibt uns, ich bin viele Jahre
Dialysepatientin gewesen und habe all das unnötige Leid auf der Warteliste hautnah miterlebt und fordert uns auf, heute aktiv das einzubringen. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben viele Jahre sehr leidenschaftlich und sehr auch hoch emotionalisierte Debatten gehabt. Die Wirklichkeit zeigt, die bisherigen Ergebnisse und die bisherige Rechtsgrundlage reicht nicht aus. Und ich bin dem Land NRW nochmal dankbar und Hessen, dass wir uns jetzt auf die Initiative machen. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Minister Lucha. Als nächstes hat sich zu Wort gemeldet für Hessen der Staatsminister Herr Klose. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, niemand setzt sich gern mit der eigenen Sterblichkeit auseinander. Sie gehört aber raus aus der Tabuzone. Und deshalb ist die beständige Aufforderung, rechtzeitig eine bewusste und informierte Entscheidung zur Frage der Organspende zu treffen, umso wichtiger. Und dazu soll auch genau dieser Entschließungsantrag beitragen. Wir haben es eben schon gehört, in Deutschland ist der Organspendemangel leider besonders ausgeprägt. 8.500 Menschen warten derzeit auf ein Spenderorgan. Allein in Hessen stehen mehr als 600 Personen auf der Warteliste. Und das widerspricht der gleichzeitig sehr hohen grundsätzlichen Bereitschaft zur Organspende, die sich in repräsentativen Umfragen immer wieder zeigt. Auch die Überarbeitung des Transplantationsgesetzes vor 3 Jahren hat eben nicht dazu geführt, die vorhandene Akzeptanz, die grundsätzlich hohe Akzeptanz der Organspende in Deutschland dann auch zu tatsächlichen Spenden zu machen. Die Zahlen sind bundesweit sogar deutlich zurückgegangen. In Hessen gab es im letzten Jahr gerade noch 51 Organspenderinnen und Spender. Das muss uns alarmieren. Denn für jeden einzelnen Betroffenen bedeutet das eine nur schwer erträgliche Wartezeit. In 85% der Fälle, in denen im letzten Jahr eine Organspende von den grundsätzlichen Bedingungen her möglich gewesen wäre, lag den Krankenhäusern eben keine zu Lebzeiten festgehaltene wirksame Willensbekundung der Verstorbenen vor. Und Angehörige sind in dieser Situation mit der Frage nach einer Organspende im Sinne der verstorbenen Person allzu häufig überfordert und entscheiden hierzulande dann im Zweifel meist gegen eine Organentnahme. Eine so hohe Zahl dürfen wir aber nicht achselzuckend hinnehmen und deshalb müssen wir uns dieser Debatte erneut stellen. Wir haben es gehört, die meisten uns umgebenden europäischen Staaten setzen bereits seit Jahren auf eine Widerspruchslösung und sie erzielen messbar bessere Erfolge als wir. Die Widerspruchslösung ist das richtige Instrument, um die Zahl der Organspenden zu erhöhen. Es ist aber auch klar, dass eine Widerspruchslösung alleine den Erfolg nicht garantieren wird. Wenn wir in die Länder blicken, die mehr Patientinnen und Patienten ein lebensrettendes Organ verschaffen können, dann zeigt sich, dass die umfassende Umsetzung von Opt-out-Regelungen eine zentrale Voraussetzung für eine funktionierende Widerspruchslösung ist. Dafür brauchen wir dann ein zentrales Register, das Meldungen zum Spendewillen, insbesondere für den Fall eines Widerspruchs, eindeutig erfasst und das im Fall einer möglichen Organspende rasch online von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten abgefragt werden kann. Aber, das will ich auch ausdrücklich sagen, meine Damen und Herren, wir müssen auch die nötigen Strukturen innerhalb der Kliniken fördern. Es sind immer mehr Pathologiestandorte, die sich aufgrund des personellen Aufwands aus der Prüfung von Spenderorganen zurückziehen. In der Folge betreibt beispielsweise die Pathologie an der Universitätsklinik Frankfurt am Main nun die zwingend nötigen Gewebeproben für ganz Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, aber auch für NRW und Nordbayern. Und hier haben auch wir Länder eine wichtige Verantwortung. Dieser Trend darf sich auf keinen Fall fortsetzen, denn ohne die Beprobung der Spenderorgane ist auch keine Spende möglich. Deshalb bitte ich Sie, wie meine Kollegen, angesichts der schlechten deutschen Zahlen und vor allem der Schicksale, über die wir hier reden, um Unterstützung dieser Initiative, um diese Debatte
noch einmal zu beginnen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Staatsminister Klose. Weitere Wortmeldungen liegen uns nicht vor. Zur weiteren Beratung weise ich die Vorlage dem Gesundheitsausschuss zu. Damit haben wir den Tagesordnungspunkt 16 geschlossen. Wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 17, Entschließung zur psychosozialen Prozessbegleitung, Antrag des Landes Nordrhein-Westfalen.